Zum ersten Mal läuft das Clubschiff seinen Heimathafen Rostock an. Dieses Schiff hat mit althergebrachter Kreuzfahrt nichts zu tun. Statt eines weißen, klassischen Rumpfes zeigt sich der Gigant hier in einem farbenfrohen und fröhlichen Kleid, das die künftige Clubschiff-Atmosphäre in ihrer modernen Art widerspiegeln soll. Auch der Name des Schiffes, AIDA, ist etwas ganz Besonderes. Die gleichnamige Oper komponierte einst Giuseppe Verdi zur Eröffnung des Suezkanals, dem Brückenschlag zwischen Orient und Okzident. Und Brückenschlagen soll auch das Clubschiff, das von Hafen zu Hafen fährt und so seinen Gästen immer neue Erlebnisse bietet. Der 7. Juni 1996. In Rostock herrscht heitere Anspannung. Die Taufe steht kurz bevor. Ausgelassene Stimmung ist zu spüren und auch der Wettergott ist gnädig. Der Künstler Felix Büttner gibt hier ein Stelldichein. Dann ist der große Moment gekommen. Die Taufpatin Christiane Herzog, die Gattin des Bundespräsidenten, schickt die AIDA auf ihre erste Reise. Ich taufe dich auf den Namen AIDA, wünsche dir, deiner Besatzung und allen Mitreisenden alle Zeit eine gute, glückliche Fahrt und immer die Handbreit Wasser unter deinem Kiel.